Hallo meine lieben Singles, hier ist eure Jonanda. Ja, euch will ich auch endlich mal wieder begrüßen. Ihr habt ja recht, ne? Es wird mal wieder Zeit für ein Single-Orakel. Und ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, dass jede tägliche Legung natürlich auch an euch gerichtet ist, weil es da ganz einfach um alltägliche Angelegenheiten gehen kann. Und natürlich, wenn man so ein Single ist und man ist frisch, fromm, fröhlich, frei, da sind natürlich auch ständig Begegnungen möglich, ne? Weil die bringt ja dann das Leben. Und deswegen schaut auch gerne in meine täglichen Legungen rein. Ich versuche die wirklich so allgemein wie möglich zu deuten. Und da ist natürlich auch für alle Botschaft somit dann enthalten. Und das kann man auf alle Lebenssituationen umlegen. Aber jetzt will ich mal genau bei euch reinschauen. Und wir beginnen mal mit Erat Aliquando. Also das ist jetzt eine Kartenlegung für alle Singles, die ganz einfach offen und bereit sind für eine neue Liebe. Du kannst dich aber auch als Single sehen, wenn du sagst, ich bin zwar noch in einer Beziehung, aber die ist eigentlich aus der Maus. Ne? Ich bin offen für was Neues und bin auch bereit, da rauszutreten. Also es geht jetzt hier ums ganz Weltliche. Ne? Liebesgedöns, man ist offen für was Neues. Was kommt denn da? Ne? Und alle, die sich hier irgendwie angesprochen fühlen, die sind herzlich eingeladen, mir jetzt zu folgen. Und ich bin gespannt, was gleich am Tisch liegt. Wie gesagt, Erat Aliquando, deine Geschichte bist du. Da wollen wir erstmal sehen, ja, wie beginnt denn hier so die Botschaft, ne? So im ganz Weltlichen für die lieben Singles. Welche Energien zeigen sich denn hier? Ist ja schon mal spannend. Okay, oh, da haben wir schon mal, das ist sensationell, ich muss die nur sortieren. Weil hier sind echt super Karten gefallen. Und es kommt natürlich jetzt für dich als Single drauf an, ob du in dieser Energie bist. Ne? Das ist eine Energie, die dem Kollektiv zur Verfügung steht. Und du musst natürlich die Welle reiten, um dabei zu sein. Ne? Also wir haben hier schon mal Lord. Nichts hält das Licht auf. Wir haben ein fettes Ja. Oha. Wir haben die Kutsche, die ja für einen Prozess oder für eine Reise steht. Wir haben hinter der Rosenhecke. Und wir haben das Glühwürmchen. Und für mich ist hier völlig klar, ich fange mal an, weil das war eben die erste, die gefallen ist. Hinter der Rosenhecke, das kann natürlich sein, dass jemand dich im Blick hat. Jemand hat ein Auge auf dich geworfen und du wirst beobachtet. Und wir haben mittendrin im Platt, das ist so das Herz der Reihe, die Kutsche liegen. Das heißt, hier ist eine Energie unterwegs, die bewegt sich auch. Mit der Kutsche geht es halt immer etwas langsamer, weil so eine Kutsche, die hat in der Regel mehrere Pferde vorgespannt, vielleicht aber auch nur eins und wird gezogen und das Pferd braucht aber auch mal eine Pause und nachts wird auch nicht gereist, weil dann die Pferde schlafen und die Pferde müssen auch gut ernährt werden, damit die Reise weitergehen kann und die geht auch mal ein bisschen schneller weiter, dann geht es wieder mal ein bisschen langsamer weiter. Es geht auch mal über Stock und Stein. Das ist halt so der Prozess mit der Kutsche. Deswegen steht die Kutsche auch selbst für den Prozess und hat halt auch so die Botschaft Eile mit Weile. Deswegen habe ich so die Vermutung, es kann jemanden hier geben, der dich schon länger im Visier hat. Und der spiegelt direkt rein in ein Ja. Und da Licht auf diese Angelegenheit fällt, ist hier möglicherweise jemand sehr an dir interessiert und am Ende der Reihe liegt nämlich das Glühwürmchen, das ist das Umwerben. Das ist eine Sommerenergie. Das muss jetzt natürlich nicht den weltlichen Sommer anzeigen. Ne? Die Jahreszeiten, die im Deck benannt sind, sind eigentlich mehr so Zusatzbotschaften. Bis Sommer ist noch ziemlich weit, aber vielleicht geht es so in die warme Jahreszeit, in der dann irgendwann die Kutsche ankommt. Aber anscheinend ist hier jemand im Prozess und du wirst beobachtet. Es sei denn, du sagst jetzt, ich selbst bin das hier. Ich beobachte jemanden und will hier gerne offensiv werden. Und ich sage hier Ja zu jemandem. Das musst du jetzt für dich unterscheiden. Also es kann natürlich auch sein, dass du der Beobachter bist. Aber ich gehe mal davon aus, vielleicht hat jemand ein Auge auf dich geworfen. Der beobachtet dich und mit der Kutsche sieht man auch, das macht er schon eine ganze Weile. Und der ist aber versteckt. Es kann sein, dass du den überhaupt nicht auf dem Schirm hast oder dass das jemand völlig anderes ist, als du meinst. Ha, und da hat jemand starkes Interesse an dir. Lord spiegelt ins Glühwürmchen.
Das ist auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Beobachter hier sich irgendwann zeigt und dass es tatsächlich zu diesem Treffen kommt, zu diesem Umwerben. Jemand wartet im Endeffekt auf den richtigen Moment. Und wenn der Moment dann aber da ist, muss er den auch nehmen, weil sonst verglüht das Glühwürmchen. Das Glühwürmchen hat nur den Moment. Das heißt, hier wartet vielleicht jemand wirklich auf die passende Möglichkeit, sich zu zeigen, sich zu offenbaren. Und dann liegt es natürlich an dir, ob du das willst, ob du sagst, jawohl, mit dem treffe ich mich. Und mit dem Glühwürmchen ist das aber auch so ein einmaliger Versuch. Also wenn er hier scheitert, dann ist er verglüht. Also das ist dann hier so ein Hop-oder-Top-Ding. Entweder das funkt dann, ne, glitzert und leuchtet und man packt sich diesen Moment, oder ist verglüht. Und da wartet jemand drauf. Also jemand sitzt so diese Angelegenheit mit dir so ein bisschen aus, hat hier aber starkes Interesse. Ne? Das klärt für dich, bist du das oder wirst du beobachtet? Ich habe aber auch das Gefühl, wenn du beobachtet wirst, dass hier jemand so gut versteckt ist, dass du möglicherweise noch nicht mal ahnst, wer es ist. Das könnte bei vielen so sein, weil sich hier jemand echt bedeckt hält. Ne? Also es ist jetzt so, dass die Singles hier keine Chancen haben. Du bist vielleicht in der Geschichte eines anderen die Seelenliebe. Wer weiß das schon? Ne? Was sagt denn da die Crystal? Crystal Visions Tarot bei Jennifer Galasso. Was legt sich denn da drüber? Über die ganze Angelegenheit. Ne? Jawohl. Oha. Mhm. Auch hier wieder. Oh. Spannend. Die sortieren wir erstmal neu. Sortiert euch. So wird's was. Hier geht es nämlich vorwärts. Also für die Singles geht es tatsächlich vorwärts in der Liebe. Der Wagen, der ist hier nämlich sozusagen in Fahrt. Die Herausforderung des Wagens ist halt ganz einfach, dass man wissen muss, was man eigentlich will, ne? Weil die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und die beiden Pferde hier müssen ganz einfach eine Richtung gezeigt bekommen. Das heißt, hier der Heckenwolf, ne? Der muss hier ganz klar wissen, was er will. Und so wie die Karten hier unten liegen, weiß er das längst. Der weiß, was er will und du bist das Objekt seiner Begierde. Und hier begegnet sich die Energie. Das lassen wir mal so stehen. Und mit dem Ritter der Stäbe kommt er hier aus der Hecke hervor. Das ist nämlich eine ziemliche Leidenschaft. Und wo zieht es ihn hin? Ja, zu dir natürlich, zur Königin der Stäbe. Du bist nämlich das Gerät. Ne? Also auch wenn du hier männlich bist, ich habe es ja mal so festgelegt, dass als Zuschauer du für die weibliche Person stehst. Ne? Das kann eine Königin sein in Tarot oder eben in den Wahrsagekarten wie Lenny, Kippur, Erat Aliquando und so die Dame. Ne? Und hier ist jemand auf dem Weg zu dir. Du hast hier jemanden entfacht, hier will dich jemand erobern. Das ist so, mit dem Wagen, ne, treibt er sozusagen die Pferde an, macht hier den Pferdchen in der Kutsche mal ein bisschen Sporen, ne? Ne, die kriegen ja keine Sporen, um Gottes Willen, die sollen ja sowieso keine Sporen kriegen, die kriegen hier ein bisschen Dampf gemacht, ne? So, hüa, hüa, ne? Also, ihr wisst schon, wie ich es meine, yes, es nee. Und der Ritter der Stäbe hier, der ist unterwegs, der brennt. Da brennt jemand für dich. Jemand brennt für dich hinter der Hecke, der muss jetzt aufpassen, dass die Hecke nicht brennt. Es brennt die Hecke. Das ist überhaupt mal ein schöner Titel. Für die Singles, bei den Singles brennt die Hecke, weil die Anziehungskraft, die ist natürlich der Hammer, weil die Königin der Stäbe, das ist das Wasser des Feuers, die verkörpert Liebe und Leidenschaft und absolute Erotik. Ne? Also hier empfindet dich jemand, der dich hier wahrscheinlich schon länger mit der Kutsche beobachtet, als ein ziemlich heißes Gerät und der wartet hier im Endeffekt auf den richtigen Moment. Der geht ins Umwerben, aber der wird es einmal versuchen, blitzt er ab, lässt das los, weil dann war das ganz herb für ihn. Dann ist er wahrscheinlich bitter enttäuscht, dann ist das Glühwürmchen verglüht. Ne? Da bin ich mal gespannt. Na, schauen wir jetzt nochmal, was tatsächlich die Engel und Ahnen uns drüber legen. Mal sehen, ob sie jetzt wollen. Die Engel und Ahnen hatten nämlich eben gebockt. Ne? Das darf auch mal sein. Die Engel und Ahnen waren bockig. Aber jetzt machen sie mit. Die Botschaft an die Singles mit den Engeln und Ahnen. Richtungshüter, wähle deinen Weg. Also das kann jetzt natürlich
eine Aufforderung an dich sein, dass du für dich abklärst, was du eigentlich willst. Es kann aber auch eine Aufforderung an den sein, der da hinter der Hecke sitzt. Ja? Und ne? Setz dich mal damit auseinander, wo willst du denn eigentlich hin, damit du dein Ziel auch erreichst. Es ist auch die Aufforderung, die Hecke zu verlassen, ne? Also hinter der Hecke rauszukommen. Wenn ihr euch beide energetisch begegnet, dass du weißt, was du willst, und er weiß, oder er oder sie, je nachdem wie du schaust, weiß, wo er hin will, ne? Dann könnt ihr euch begegnen. Also es kommt hier wirklich drauf an, ob du hier auf dieser Welle surfen möchtest. Es kann natürlich auch sein, dass der hinter der Hecke jetzt mal ganz lapidar überhaupt nicht dein Typ ist. Da können wir es natürlich nicht ändern. Ne? Aber hier hat jemand Interesse an dir. Ob du den gut findest oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir können ja noch mal eine Karte ziehen. Was macht es denn mit dir? Also was hältst du denn von dem? Ne? Jetzt mal, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Da findet eine Begegnung statt. Ne? Was macht der Heckenheini mit dir? Ne? Also der Heckenheini, das ist ein schönes Wort. Was macht er denn mit dir? Die gute Stube und der Sankt-Nimmerleins-Tag. Tja, da liegt natürlich ein Treffen drin. Aber mit dem Sankt-Nimmerleins-Tag kann es auch sein, dass du sagst, tut mir leid, keine Zeit, mit dir treffe ich mich niemals. Niemals. Ja. Oder aber, du triffst dich mit jemandem, von dem du gedacht hättest, du würdest es niemals tun. Weil der Sankt-Nimmerleins-Tag in Erat Aliquando steht ja auch für den Tag, der nie eintrifft, aber man soll niemals nie sagen. Es kann also auch bedeuten, du triffst dich hier mit jemandem, von dem du nie gedacht hättest, dass du dich jemals mit dem triffst. Oder wo du selbst von dir überrascht bist, dass du dich mit dieser Person jetzt triffst, weil sie vielleicht eigentlich gar nicht dein Typ ist. Und du triffst dich trotzdem. Und da würde man mal gern wissen, Sankt-Nimmerleins-Tag, was liegt denn auf dir? Was liegt denn unter dir? Das kann natürlich auch bedeuten hier, no way. Ne? No way. Es kann aber auch bedeuten, ihr plant ein Treffen. Und der Zeitpunkt ist blockiert. So, und dann ist die Energie in so einer Stagnation. Also es kann entweder bedeuten, der hinter der Hecke, da sagst du, nee, das ist überhaupt nicht mein Typ, der hat sich jetzt hier offenbart, aber mich mit dem zu daten, ganz ehrlich, niemals nicht. Ne, die hohe Mauer ist natürlich die absolute Blockade. Oder aber, ihr würdet euch gerne treffen, ne, und dann glüht das Glühwürmchen vor sich hin. Und es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil die Zeit blockiert ist. Der Zeitpunkt ist noch blockiert. Ziehen wir mal eine Karte auf die, die sagen, no way. Mit dem treffe ich mich nicht. Überhaupt nicht mein Typ. Da haben wir die leere Karte, alle Kräfte wirken. Wie sie es sehen, sehen sie nichts. Das kann aber auch bedeuten, dass das trotzdem noch nicht ausgesessen ist. Weil wenn alle Kräfte wirken, tut jede Kraft ihr Übriges. Das bedeutet, jemand hinter der Hecke hat starkes Interesse an dir, offenbart sich dann, will sich mit dir daten, mit der guten Stube. Du sagst, aber hier mit St. Nimmerleinstag und Mauer, mit dir treffe ich mich niemals nicht. Aber es arbeitet in dir nach. Es wirkt in dir nach. Das ist für dich noch nicht ausgesessen. Also auch da würde ich sagen, wer weiß, was könnt, ne? Da könnt noch was. Weil alle Kräfte eben wirken, es halt in dir nach und beschäftigt dich. Und für die, die ganz einfach sich gerne treffen wollen und man findet irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt, weil das Treffen selbst blockiert ist mit der hohen Mauer und mit dem richtigen Tag, ne, hohe Mauer, Sankt-Nimmerleins-Tag, wie geht es denn dann weiter? Da liegt tatsächlich der Mangel drauf. Also hier scheitert es an Möglichkeiten. Ja, aber dann, also wie geht das ganz, das wissen wir ja jetzt schon, ne? Aber dann, da haben wir den Bären und der Bär ist ja dann jemand, also entweder fehlt es hier an Mut, dass hier jemand kalte Füße kriegt, das kannst aber auch du sein. Das kann auch dafür stehen, dass jemand sich wieder zurückzieht in die Höhle. Das ist so ein Versuch, also bei mir kommt gerade rein, der hinter der Hecke sitzt,
der zeigt sich, man würde sich gerne treffen, findet den richtigen Zeitpunkt nicht. Und das ist erstmal so eine entmutigende Energie, weil mit dem Glühwürmchen ist dieser Moment rum. Jemand hat es versucht, ist gescheitert. Irgendwie kommt der Zeitpunkt nicht zustande. Man würde sich gerne treffen, es funktioniert sich nicht. Jemand zieht sich wieder zurück, aber dann kommt dann hier ein nächster großer Schritt mit den 7 Meilenstiefeln. Ne? Das ist so ein kurzes Auf und Nieder und dann kommt es in die Gänge. Ne? Also kurze Blockadeenergie. Wenn du hier wirklich daran Interesse hast, den Heckenheini zu treffen, ne? Und ihr datet euch und es scheitert wirklich am Zeitpunkt, weil tatsächlich, ne, wirklich weltlich gesehen immer wieder irgendwas dazwischen kommt, dann kann sein, dass da erst nochmal so ein Rückzug kommt. Das ist auch so eine Entmut, also so, jemand ist dann vielleicht mutlos, weil ganz einfach der Moment jetzt rum ist mit dem Glühwürmchen. Aber der kommt zurück. Da gibt es eine neue Möglichkeit. Ne? Also der wird dann aus dem Schatten raustreten. Da geht es dann positiv weiter. Und für die, die sagen, nee, also tut mir leid, keine Zeit. Ich habe an ihm hier tatsächlich irgendwie überhaupt kein Interesse. Ist ja so gar nicht mein Typ. Nee, niemals nicht. Niemals nicht treffe ich mich mit dem in der guten Stube. Dann ist das erstmal so eine Absage, aber alle Kräfte wirken, das ist irgendwie noch nicht rum. Das ist was dich irgendwie nachhaltig beschäftigen kann. Ja, das ist meine Botschaft. Jetzt wollen wir mal wissen, welche Rune liegt denn grundsätzlich auf der Situation? Variante 1, man findet den richtigen Zeitpunkt nicht. Dann ist erstmal wieder der Rückzug angesagt, diese Entmutigung und dann geht es mit den 7 Meilenstiefeln doch vorwärts. Oh, ich muss erst reinigen. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune liegt auf Variante 1? Die Perthro. Also das ist ja die Schicksalsrune. Wenn also hier eine Begegnung stattfinden soll, dann kann nichts diese Begegnung aufhalten. Das Schicksal fällt dir zu, weil es fällig ist. Das ist hier was auch so ein bisschen out of control ist. Selbst wenn weltlich gesehen hier eine Begegnung erstmal blockiert ist, ne, ein Treffen ist blockiert, weil man findet wirklich die Gelegenheit im Moment nicht. Was natürlich dann auch entmutigend ist, der sich gezeigt hat, fühlt sich vielleicht auch abgewiesen, weil er vielleicht auch denkt, du hast einen Grund vorgeschoben, ne? Und das ist so, ja, jetzt bin ich auf sie zugegangen und hat nicht funktioniert, Dings. Da kommt aber definitiv wieder ein Fortschritt. Da wird es eine neue Möglichkeit geben, weil es ganz einfach mit der Rune Pairthrow so sein soll. Ne? Variante 2, du sagst, nö, ist überhaupt nicht mein Typ, habe ich kein Interesse. Und jetzt beschäftigt sich aber doch. Ne? Die Situation halt in dir nach. Und welche Rune liegt denn dann da drauf? Da habe ich 2. Zum einen habe ich die Baumperle, da geht es um Heilung. Es muss also irgendwas auf irgendeiner Ebene in dir getriggert haben, was in dir nicht heil ist, warum du vielleicht auch jemanden zurückgewiesen hast. Und mit der Baumperle zeigt uns das, hier darf etwas geheilt werden und deswegen ist das ganze Ding halt auch einfach noch nicht durch. Das ist einfach nur deine erste Reaktion, dass du sagst, nee, geht gar nicht, also, überhaupt nicht mein Ding, ne? Lässt dich aber trotzdem nicht los, weil hier wird dir etwas angetriggert, was in die Heilung gebracht werden darf oder eben auch bei deinem Gegenüber. Und hier wirst du dich wenden. Also mit der Rune Jera verändert sich hier die Energie. Das heißt, aus der ersten Reaktion, dass du sagst, nee, lehne ich ab, will ich nicht, das wendet sich. Da geschieht ein Wandel, ein Sinneswandel. Und das macht auch total Sinn, mit der Karte alle Kräfte wirken. Das ist nur erstmal abblitzen lassen. Will ich nicht? Und dann halt es in dir nach, es arbeitet in dir und dann willst du es doch. Ne? So könnte man es sagen. Ja, spannend. Ne? Jetzt haben wir nochmal allgemein, schauen wir nochmal unter den Stapel. Ja, wo ist das? Hier. Unter dem Stapel haben wir nämlich hier das Eichhörnchen für Kommunikation, aber auch für Gerüchte und Geschwätz. Das heißt, es kann auch sein, dass du wenn du rauskriegst, ne, wer da hinter der Hecke sich verbirgt, da willst du natürlich erstmal alles wissen und dass du vielleicht aber auch Gerüchte erfährst. Und da musst du ganz klar unterscheiden, Licht und Schatten. Ich würde jetzt mal sagen, glaub nicht alles, was du hörst, ne, sondern
Lass mal so ein bisschen die Gerüchteküche, die sollte keine Rolle spielen. Man ist natürlich, gerade wenn man weiblich ist, unglaublich neugierig und will dann wissen oder will alles rausfinden, wenn sich jetzt hier jemand offenbart, was das mit der Person alles so auf sich hat. Und das Eichhörnchen sagt aber auch ganz klar, nicht alles glauben. Ne? Da ist auch viel Geschwätz dabei. Untere Engel- und Ahnenkarte haben wir den Schutzengel. Du bist nicht allein. Das heißt auch, achte auf Zeichen, mit der weißen Feder liegt auch ein Schutz drüber. Und die untere Tarotkarte, die wollen wir auch noch wissen. Oh, da haben wir die Herrscherin. Passt auf. In letzter Instanz gibt es hier fruchtbaren Boden. Ne? Also werf es nicht gleich weg oder über Bord, nur weil es vielleicht nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Das toucht was in dir. Also gerade die auf diese Variante schauen, wo die leere Karte wirkt und wo es hier um Heilungsprozess geht. Und hier wendet sich das Blatt. Ne? Also das ist definitiv interessant, was hier liegt. Ne? Also für die, wo gleich sagen, jawohl, ich will diesen Menschen kennenlernen, dann klappt das als mit dem Treffen nicht. Das wird geführt. Kann sein, dass die Person sich erstmal zurückgewiesen fühlt und entmutigt ist und wieder abtaucht. Die kommt aber wieder, weil es so sein soll mit der Rune Persro. Und die, wo sagen, überhaupt nicht mein Typ, das macht was mit dir, das halt nach, wie eben erklärt. Und grundsätzlich, untere Tarotkarte liegt hier fruchtbarer Boden. Sensationelles Blatt. Hier machen wir jetzt auch einen Punkt, einen Strich drunter oder einen Knick drunter. Lasst das mal auf euch wirken. Nehmt mal die Energie. Ich habe das Gefühl, das hat auch wirklich einen längeren Zeitraum, in dem sich das bewegen kann. Nehmt es an. Wir haben hier als nächste Tarotkarte auch nochmal das Rad des Schicksals. Ne? Also hier tut sich was und macht das jetzt nicht von 7 Tagen abhängig. Das ist eine Energie, die kann wirklich sich, wir haben ja hier die Sommerkarte auch mit dem Glühwürmchen in die warme Jahreszeit reintragen. Ne? Weil das ist so ein Prozess, die Kutsche zeigt das ganz deutlich an. Ich bin sehr gespannt und melde mich auch wieder mit einem Single-Orakel und hoffe, ich konnte euch jetzt hier eine Freude machen. Freue mich über liebe Kommentare und natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dicken Kuss, bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.